Weihnachtsplay kurz aufgepickt. Kirby's Star Stacker. Das Puzzlespiel von 1997 aus dem Hause Hell. Und es ist wieder ein Spin-off der Kirby-Saga. Es ist ein Puzzler der Marke Puzzle Leech. Und ich fange jetzt erstmal ganz normal an. Ja. Ich muss erstmal die Sternblöcke zerstören. Das ist in erster Linie entscheidend. Ja, man hat sogar noch einen Tipp gegeben, wie man das am besten machen kann, indem man mit Rick diese Sterne umkreist. Das ist der große Trick und da gab es sogar einen super Bonus. Dank Kain. Also die Tiere selbst, die hier die Blöcke bilden, reagieren auch miteinander. Macht es natürlich dadurch ein bisschen kniffliger, aber ich finde, das hat was. Das hat wirklich was. Ich versuch's mal so. Genau. Das gefällt dem guten König Nickerchen nicht. Und noch einmal mit Kain. Jawohl. Zack, fertig. Noch ist es einfach, aber es kann sehr, sehr knifflig werden. Schauen wir mal. Vor allem, weil DDD uns ja auch, ich weiß nicht, die vier unter ihm. Sollen das die Anzahl der Züge sein? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mal gucken. Ja, ich glaube, ich habe jetzt sowieso wieder Mist gebaut. Nee, sind's nicht. Sonst wäre seine 2 jetzt auch runtergegangen. Okay. Ja gut, okay. Mach das mal so. Dann fällt das auch runter. Dann ist das vielleicht ein bisschen einfacher. Und so. Zack. Jetzt brauche ich nur noch einen Block mit Kain und... Ja, okay, da ist schon mal Kain. Und geschafft. Okay, einer war noch übrig, aber das hat schon gereicht, um DDD in Schach zu halten, sag ich jetzt mal. Okay, ich muss also immer nur 4 Blöcke, diese Sternblöcke, klein kriegen. Das ist ja noch machbar, würde ich sagen. Hier machen wir schon mal 2 weg. Zack. Ja, bringt ja jetzt nicht viel. Ah, jetzt habe ich sogar Mist gebaut. Na egal. Machen wir es mal so. Genau. Einen muss ich noch. So, zack, geschafft. Yay! Ich finde, das ist ein sehr kurzweiliges Spiel. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Ich mag einfach solche Puzzler. Wo es Äpfel gibt, gibt es auch Rick. Ich glaube, jetzt haben wir eine weitere Stufe erreicht. So. Und mal gucken, ob das so geht. Jo. Super. Machen wir das mal so. Jawohl. Man muss auch Kombos machen können. Super. Okay. Es geht weiter, es wird immer heiter. Zack. Ja, nur 3, da guckt er doof. Der gute König Nickerchen. Ja, ich weiß, viele sagen König DDD. Aber trotz allem ist es für mich immer noch König Nickerchen aus dem allerersten. Beziehungsweise aus dem NES-Teil. Der war ja auf Deutsch damals komplett übersetzt, damals schon. Was ein absolutes Highlight war. Und seitdem kenne ich ihn halt einfach nur als König Nickerchen. Und daran wird sich auch nichts ändern. So. Und? Yay. Flup. Und wieder Combo-Bonus. Yay. So schnell kann es gehen. 15 Sekunden. Kommt einem gar nicht so vor. Okay, zum Glück gibt es immer wieder diese kleinen Tipps. Und zack. Da guckt DDD oder König Nickerchen ziemlich doof. Ja, es tut mir leid, aber so ist das halt.
Jetzt fliegen wir. Oh, ist das süß. Das ist ja eigentlich schon wieder ein recht schönes Bild, um diesen Part zu beenden, weil ich denke, das Grundprinzip von diesem Spiel habe ich euch ja gezeigt. Es gibt natürlich auch noch weitere Modi wie Versus, ich habe Marathon. Und es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Zeitvertreib, vor allem mit Kirby. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video ein Däumchen nach oben, kommentieren, abonnieren und bald wieder einschalten. Bis dann! Tschüss!